Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei Kleopatra Orakel. Wir machen heute wieder die Selbstständigenlegung für die Woche ab dem 13. Juli, genau bis zum 20. Juli. Und ich weiß nicht, wie euch die letzte Woche ergangen ist, aber ich habe die Energien sehr stark verspürt und ja, bei mir kamen auch wirklich alte Ängste hoch, die ich früher so in mir getragen habe. Die Legung, die ich selbst gemacht habe, hat mir tatsächlich sehr geholfen, da wieder rauszukommen, weil ich gewusst habe, okay, das sind nur Ängste, das ist eine Art Prüfung und das wird sich schon alles widerlegen. Mich würde interessieren, ob es bei euch auch solche ähnlichen Situationen vorgekommen sind. Ich würde mich über eure Kommentare sehr freuen. So, heute machen wir wieder eine Legung. Ich habe ein neues Deck dazu genommen. Ich finde, er eignet sich hervorragend für eben Projekte und Selbstständigkeit. Deswegen habe ich die zusätzlich genommen. Das ist die Dorian Virtue, das Dorian Virtue Deck, das Engel Tarot, die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen von Colette Baron-Wright. Und Witches Tarot Ellen Dugan, von Ellen Dugan, genau. So, dann schauen wir uns mal an. Wir holen uns natürlich wie immer erstmal eine Orakelkarte für die Woche ab dem 13. Lustigerweise, dadurch, dass ich eigentlich hauptsächlich die Liebeslegungen mache, merke ich aber auch, dass die Energien des Berufsorakel eigentlich, ja, die Energien sind, wie sie sind. Und die, ob jetzt sich hier um Liebe handelt oder um Berufliches, die wirken sich gleich aus. Also es ist lustig, auch an den Kommentaren und auch an den E-Mails, die ich von euch bekomme. Merkt man die Verunsicherung, was gerade geschieht. Okay, aber jetzt brauchen wir eine Karte für die Woche ab dem 13. Yin. Okay. Trautes Heim. Wir können in unsere weibliche Energie kommen nächste Woche. Ich habe schon wieder Gänsehaut pur auf ganzem Körper. Also ich spreche jetzt im Namen von Frauen. Wenn du ein Mann bist, der zuschaut, dann darfst du dich auch in deine weibliche Energie, da wir alle aus beiden Energien bestehen, der männlichen und der weiblichen, darfst du dich theoretisch zurücklehnen. Ja? Du musst nicht kämpfen, du darfst dich zurücklehnen, du darfst annehmende Energie in dir wecken und wahren lassen. Es wird einiges in Fluss kommen, es wird wieder Licht im Tunnel aufkommen nach Windungen in den letzten Wochen. Man wird wieder das Gefühl bekommen, dass man in ruhigere Gewässer kommen kann. Na, das freut mich. So, die Karten sind mega groß. Mega dick, man hat das Gefühl, das sind hier 1300 Karten, sind aber tatsächlich nur 78. In jedem Tarot auch. Sind anstrengend zu mischen, aber sind hervorragend in ihrer Aussage. Also, das ist wirklich, kann ich nur jedem empfehlen. Wer so ein bisschen mit Karten rumspielen möchte, kann ich jedem empfehlen. So, die erste Karte haben wir schon, den Wagen. Habe ich gesagt, hier kommt etwas wieder Licht im Tunnel, okay. Okay, da haben wir schon wieder zwei. König des Feuers, Ast des Wassers. Noch zwei Karten, bitte. Wenn nicht kommen, ihr wisst ja, ich ziehe sie dann einfach. Die wollte noch mit raus und die wollte noch mit raus. Wow, okay. Die Sonne haben wir. Super schön. Glücklicher Ausgang. Das ist schon mal gut, oder? Brillante neue Idee, die zum Erfolg führen. Hab Vertrauen in dich. Hab Vertrauen, trautes Heim. Ist das nicht wunderschön? So, wir haben hier den Wagen.
Ich lese einfach auch durch, und dann sage ich, was mir dazu noch mal kommt: eine wichtige Errungenschaft, Selbstdisziplin mit Willensstärke, öffentliche Anerkennung. Dann haben wir den König des Feuers, das ist natürlich eine große Arkana, die ist natürlich wunderbar, dass sie als allererstes gefallen ist, weil die hat natürlich enormen Ausschlagkraft auf die Woche. Breite deine Flügel und Flügel aus und fliege, unterschätze dich nicht, sei dir deine Unabhängigkeit und Kreativität sicher. Also alles, an was man theoretisch zweifeln konnte in den letzten Wochen, wird wieder präsent sein. Ast des Wassers, das ist ja Ast der Kelche, ne? Lasse diese Beziehungsgeschichte raus, spirituelles Wachstum und gesteigerte Intuition, neues Zuhause. Neues Zuhause kann natürlich auch heißen, dass man vielleicht noch, da haben wir noch neues Leben, ah, wunderschöne Karten, endlich mal wieder, dass man eben neues Projekt eintütet, dass man neue Verträge schließt, dass man vielleicht auch mal endlich mit den Büroräumlichkeiten findet, wie auch immer, ja. Da haben wir den Ritter des Feuers. Ein plötzliches Ereignis erfordert unmittelbare Aufmerksamkeit. Schnelles Handeln ist gefragt. Trotzdem gründlich nachdenken. Und Acht des Wassers, das Verlangen weiterzuziehen. Die Suche nach etwas Sinnvollerem, spirituelles, emotionales Wachstum. Da bin ich sehr gespannt, was mit der Karte auf sich hat. Die hatte ich auch schon in anderen privaten Legungen immer mal wieder vorkommen. Bin ich sehr gespannt. Ich meine, die 8, die war sowieso extrem präsent in Liebeslegungen, aber auch in den Berufslegungen, ja. Okay, dann hätte ich gerne eine Klärungskarte für den Wagen. Ist das geil oder ist das geil? Wagen um Wagen. Also es geht komischerweise zerreißen sich hier die Wegen. Der eine geht rechts, der andere links, aber das ist vollkommen egal. Da wird einiges sich bewegen. Einiges wird nach vorne kommen, finanziell vor allem. Da kommen Selbstständigkeit wollte ich kommen, ja, selbstständig bist du schon. Finanzielle Beständigkeit, Sicherheit, Selbstbewusstsein, alles wird wieder da sein, weil in den letzten Wochen so ein bisschen gekränkelt hat in dem einen oder anderen. Da nehme ich mich auch gar nicht raus und über die Sonne freue ich mich auch sehr, die hier liegt. Da haben wir König des Feuers. Selbstsicher, warm, intelligent, anmutig. Das war in der Vergangenheit nicht da. Ja, es waren Illusionen, es war nichts Greifbares da. Ja, es waren vielleicht viele Gespräche, viele neue Projekte in Anmarsch und nichts ist zur Unterschrift gekommen. Ja, und jetzt wird sich das Ganze herauskristallisieren, was nur leeres Gerede war. Worauf kann man aber bauen? Da werden auch Entscheidungen getroffen. Eben, wo wirst du deine Kraft investieren und wo nicht? Wo wirst du deine Flügel ausbreiten und wo nicht? Ganz klare Ansage hier: Unterschätze dich nicht. Sei dir deine Unabhängigkeit und Kreativität sicher. Das ist natürlich auch eine Visionärskarte, ja? Also, wenn du jetzt in der Vergangenheit viele tolle Projekte im Kopf hast, aber hast dich gefragt, die Projekte sind zwar toll, aber kaum zu realisieren, dann sei dir jetzt sicher, dass das jetzt wieder Boden bekommt. Ast des Wassers und 4 der Schwerter, inklusive dem Eremiten. Ast des Wassers, hier geht es um unter anderem spirituelles Wachstum, gesteigerte Intuition und ein neues Zuhause. Du machst dir Gedanken darüber, wo von diesen vielen Kelchen, die wir hier haben, und zwar 7, ist der wichtigste, wo du dein neues Zuhause sehen wirst. Da bist du auf der Suche nach dieser Erleuchtung. Was ist das Wahre? Was ist das, was jetzt dir am meisten bringt? Wo ist es sinnvoll, deine Kraft zu investieren? 4 der Schwerter ist eine Nachtdenkkarte, aber es ist auch Meditationskarte. Das ist eine ganz klare Ansage auch an dich, wenn du Schwierigkeiten hast, die Entscheidung zu treffen. Du kannst dich entweder bei mir melden, dann schauen wir uns die Alternativen an, was dich zum Ziel bringen wird. Aber gleichzeitig sehe ich auch die Möglichkeit, dass du einfach mal meditierst. Ja? Meditiere, geh in dich,
Fühle dein Bauchgefühl, fühle deine Intuition, du hast das Wissen in dir, ja? So, als nächste Karte haben wir Ritter des Feuers, der natürlich leidenschaftlich, abenteuerlustig, selbstsicher und ruhelos ist, ja? Es geht um schnelles Handeln, ja? Mit Nachdenken, da hast du hier auch schon gemacht. Hier findest du den richtigen Kelch, in den, dass du investieren möchtest, wo dein neues Zuhause ist. Und hier gehst du los, um zu handeln. Also, ich sehe hier, entweder du hast mindestens zwei Möglichkeiten und du musst so ein bisschen abwägen, welche, also du hast quasi aus den vielen Möglichkeiten, suchst du dir zwei raus und ja, überlegst du dir, welche wird dich zu dieser vollkommenen Erfüllung bringen? Emotionale Erfüllung. Es geht hier darum, dass du, das finde ich auch schön, nicht die Münzen im Vordergrund stellst, sondern dein persönliches Erfüllen. Oder aber du hast dich für zwei Projekte entschieden und denkst du dir, okay, das werde ich schon irgendwie hinbekommen. Dritte Variante ist, du bist noch ein bisschen wankelmutig. Du hast aus den sieben oder wie viele du hast, jetzt zwei ausgesucht und jetzt spielst du ein bisschen noch mit dir rum, von welchem solltest du dich trennen? Und das Trennen haben wir auch hier. Bekommen wir für den Ritter des Feuers bitte noch eine Karte. Ich möchte noch ein bisschen in die Tiefe gehen, weil das ist die Karte der Veränderung, das ist die Karte des Tuns, ja? Genau. Und jetzt geht es darum, was führt mich zu Königin der Münzen? Was wird tatsächlich Erfolge bringen? Und es geht tatsächlich darum, dass du diese Entscheidung treffen musst zwischen zwei Möglichkeiten, zwei Alternativen. Okay. Acht des Wassers, das Verlangen weiterzuziehen, die Suche nach sinnvollerem, spirituelles und emotionales Wachstum. Ja. Du wirst dir hier ganz klar Gedanken machen, hier schon mal in diesem Bereich, bei Verhandlungen, bei Gesprächen, welches Projekt du tatsächlich jetzt eingehst, wo du deine kreative Kraft auch einsetzt, dass dich das tatsächlich auch spirituell, geistig in deinem Inneren erfüllt. Ich finde es schön, weil hier tatsächlich nicht Münzen im Vordergrund stehen. Ja? Du willst nicht mehr kämpfen, du willst keine Kriege mehr führen, du willst auch dein Karma ablösen, unter anderem. Ja? Du willst endlich das tun, was tatsächlich deine Berufung ist, ja? Und da wägst du tatsächlich ab, okay, was erfüllt mich vordergründig in deinem Herzen und was danach mich auch in dieser Überzeugung, dass wenn du deine Berufung erwischt hast, und das kann ich euch nur bestätigen, sobald ihr das erwischt habt, fließt sowieso das Finanzielle hinterher, ja? Aber ich finde es schön, dass du das hier wirklich im Vordergrund stellst, zu sagen, ich will wissen, was meine Berufung ist und nur dem folge ich. In dem Vertrauen, dass danach auch das Finanzielle folgen wird. Deswegen haben wir wunderschöne Karten, das alles bestätigt das hier auch. Yin, das Weibliche, das Intuitive, das Erfüllende, das Annehmende. Du gibst dich den ganzen Strom, der auf dich zukommt, hörst auf deinen Bauch, du bist sehr verbunden mit oben und unten, also mit Erde und Himmel. Das finde ich wunderschön. Und dadurch, schau mal, du bist verbunden mit der Erde und gleichzeitig auch mit dem Himmel. Bist bereit, dein neues Leben zu starten und die Sonne, der glückliche Ausgang, brillante neue Ideen, die zum Erfolg führen, hab Vertrauen in dich. Du wirst die richtige Entscheidung auf jeden Fall treffen. Ich schaue nochmal auf die Sonne, welche Karte hier nochmal dieses Thema hier unterstützt. Und da haben wir die Königin der Schwerter, die nachdem sie ihre Berufung für sich gefunden hat, entdeckt hat, den Weg auch geht und sie ist absolut im Vertrauen, wo sie weiß, jetzt geht es Richtung Sonne. Okay? Sonne und nicht Streitereien kämpfen. Du willst dieses Urvertrauen, kindliche Urvertrauen wieder in dir wecken und einfach endlich mal im Fluss sein und nicht ständig im Stocken. Okay? Ich hoffe, dieses
Dieses Reading hilft dir nächste Woche. Ich finde, das sind sehr, sehr schöne Karten, recht untypisch für Selbstständigenlegung, wo es häufig eben um Münzen geht. Hier haben wir nur Feuer und nur Wasser und einen wunderschönen Start mit dem Wagen. Das heißt, es geht Richtung Sonne und es geht Richtung Wunscherfüllung und Berufung. Und ich wünsche dir auf jeden Fall mal wunderschöne Zeit nächste Woche und wir hören uns in der Woche drauf. Ich wünsche dir was. Tschüss.